Hey Leute, was geht? Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Video. Ich hatte es natürlich im Opening, als ich Animus GP gezogen habe, schon angekündigt, dass ich natürlich wie immer zu jedem neuen Fahrzeug, was kommt, ein Video machen werde, wo ich es vorstelle. Von den Designs bis rüber zu Hitbox, Wenderadios, all den Infos, die es dazu gibt und natürlich auch meinen ersten Runden. Also wie gesagt, eine Vorstellung zum neuen Fahrzeug. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und wir machen es wie immer, wir fangen natürlich erst mit den Decals an. Ich muss aber vorher sagen, ich habe nicht alle Mysteries hier, habe ein paar ausgeliehen. Deswegen gibt es leider nicht alle zu sehen. Wir fangen aber trotzdem mal an. Und was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass neben den Mystery Decals, die natürlich sowieso immer ganz gut aussehen, gerade auch die Standard Decals für Animus GP, zu denen wir jetzt kommen, auch wirklich sehr gelungen sind. Gefallen mir sehr gut. Und habe mich deswegen auch für ein etwas schlichteres Design mit Standard-Decal entschieden. Weil sie, wie gesagt, einfach sehr gut dazu passen. Und ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie vielleicht euer Animus GP-Design aussehen würde. Und ich bin wirklich im Allgemeinen sehr begeistert. Ich finde das Design von Animus GP gut. Wie ich ihn spieltechnisch finde, werdet ihr natürlich am Ende des Videos oder eher gesagt etwas später in meinen ersten Runden auf jeden Fall noch sehen. Gut, das waren auf jeden Fall die Decals. Und jetzt kommen wir natürlich noch dazu, wie es Hitbox-technisch aussieht. Und da wurde ja von Anfang an gesagt, dass Animus GP dieselbe Hitbox und denselben Wenderadius wie Breakout haben soll. Und das sieht man natürlich auch schon. Haben beide natürlich schon optisch, wenn man jetzt rein die Form betrachtet, Ähnlichkeit. Was aber mit dem Patch noch neu kam, was in dem Patch Note stand, war, dass die Hitbox von Breakout etwas breiter gemacht wurde. Es wurde aber nicht gesagt, wie breit genau. Ich gehe aber trotzdem von dem Minimum aus. Das ist aber als allgemeine Randinformation natürlich auch noch wichtig. So, das war's dazu. Jetzt kommen wir noch kurz zum Motorsound. Und da bin ich natürlich mal kurz leise, mache das Hintergrundgeräusch etwas lauter, damit ihr das Ganze natürlich auch kurz hört. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass der Motorsound sehr gut gelungen ist. Passt für mich einfach perfekt zu einem Formel 1 Wagen. Und bin allgemein wirklich begeistert von dem Fahrzeug. Finde es echt gelungen. Und das war's dazu. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit meinen ersten Runden. Sag natürlich danke fürs Zusehen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. So Leute, let's go. Dann bin ich mal gespannt, wie sich Animus GP spielen wird. Hab bis jetzt nur Gutes gehört. Und ja, würde ich sagen, gucken wir mal, wie es mir am Ende des Tages gefallen wird. Was meine Meinung dazu sein wird. Legen wir mal los. Alles klar. Fängt auch schon gut an. Also ich muss sagen zum Design, ich bin auf jeden Fall von Animus begeistert. Also ich finde es gut, dass es ein Formel 1 Bolide ist. Ist ein bisschen was Exotischeres, finde ich im Allgemeinen sehr gut. Habe mich auch für so ein schlichteres Design entschieden. Weil meiner Meinung nach sieht es einfach schön aus. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich mit ihm klarkommen werde, wie er sich spielt. Wir wissen ja, Hitbox, Wenderadius von Breakout. Hab lange nicht mehr mit Breakout gespielt, wenn ich so überlege. War das, glaube ich, beim Aquadome Update? Als der Breakout Type S kam, da war ich so ein bisschen im Hype. Und ja, muss mich da jetzt als Only Octane Spieler natürlich erstmal wieder an die andere Hitbox, anderen Wenderadius gewöhnen. Aber das ist ja vollkommen normal. Muss man natürlich immer, wenn man ein anderes Fahrzeug spielt. Und ja, gucken wir mal, was so am Ende des Tages meine Meinung dazu sein wird. Schade. Fliegt man einmal auf Konter, wartet, dass der Gegner trifft und dann trifft er nicht. Hector, mein Boost. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, denn das wurde ich jetzt schon oft gefragt, seitdem die Overdrive Crate da ist, das war ein gefährlicher Pass, ob man in dieser Crate auch normale Mystery Decals ziehen kann, wie Heatwave, 20XX und so weiter. Also die Antwort ist nein. Die einzigen Mysteries in der Overdrive Crate sind die Goal Explosions und das werden sie auch bleiben. Also normale Mysteries müsst ihr aus anderen Crates ziehen, könnt ihr nicht aus der Overdrive bekommen.
Hab ich. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen zu defensiv bin. Ich will aber erstmal so ein Fahrgefühl für das Fahrzeug bekommen. So, komm, Pinch. Schade. Ich kann auf jeden Fall bis jetzt schon mal sagen, ich will doch nicht viel sagen. Ich will wirklich erst ein, zwei Runden abwarten, dass es sich sehr schön fährt. Gucken wir mal, was sich noch so raus ergibt. Und ja, dann würde ich sagen, suchen wir auf jeden Fall noch ein, zwei weitere Matches. Schneiden die Ladezeiten raus und sehen uns dann natürlich gleich wieder. So, komm. Hast du? Alles klar, noch mit durchgedrückt. Kann man auch mal machen. Aber was mir wirklich auffällt, ist, dass er einem sehr leicht vorkommt, sehr wendig. Und man hat das sehr oft bei Fahrzeugen, dass sie einem etwas schwerer vorkommen. Gut, alle Fahrzeuge wiegen gleich viel. Nicht, dass es da jetzt wieder kommt. Die wiegen aber nicht unterschiedlich viel. Nein, das ist natürlich klar, die wiegen alle gleich viel. Aber man hat natürlich ein Empfinden vom Gewicht, sobald man ein Fahrzeug sieht, sobald man es spielt. Und da gibt es zum Beispiel die wie Grog oder Merc, die einem sehr schwer vorkommen. Da gibt es auch die leichteren wie Octane, Esper, was weiß ich. Wo man natürlich denkt und sozusagen natürlich durch das Empfinden auch merkt, sie sind leichter. Und bei dem hier muss ich auf jeden Fall sagen, dass er einem sehr leicht vorkommt. Sehr wendig, sehr spritzig. Gefällt mir an sich sehr gut. Gucken wir mal, ob das so bleiben wird. Denn man hat das ja manchmal, dass sich das nach ein paar Matches noch ändert. Oder kommt einer echt fake? Ja, er ist da. Schön. Nein, fuck. Den Gegner habe ich nicht gesehen. Also, ihr kennt es bestimmt selber. Man hat das manchmal, das hatte ich bei Mantis. Dass man mit einem Fahrzeug anfangs gut klarkommt. Ich denke, okay, finde ich schön, spiele ich ein bisschen länger mit. Und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo man einfach überhaupt nicht mehr damit klarkommt. Ich habe am Ende mit Mantis nichts mehr geschafft. War total raus damit. Und ja, gucken wir mal, was sich hier bei Animus ergeben wird. Ah, fuck, ich hätte auch weiterfliegen können. Aber guter Pass. Muss aber sagen, bis jetzt gefällt er mir. Finde ich schon mal schön. So, kommt noch ein. Nee, schade. Ich dachte, es kommt noch ein Schuss. Gut. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Runde. Gucken, wie viele wir heute noch spielen können. Will aber vielleicht noch ein, zwei Runden spielen. Einfach, um euch am Ende sagen zu können, was ich letztendlich davon halte. Hab ich. Was man auf jeden Fall merkt, ist die Ähnlichkeit zur Hitbox mit Breakout. Denn er nimmt den Ball in der Luft eigentlich komplett identisch. Man hat diesen etwas härteren Shot durch die Spitze. Alles klar. Ich glaube, der Ball ist noch nie bei mir so lange oben gewesen, ohne dass jemand dran wollte. Das hat man selten. Hab ich. Alles klar. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass er reingeht. Waren aber beide in der Luft. Okay, der eine ist rausgegangen. Was ich auch im Moment richtig schlimm finde, habe ich zumindest so, wenn einer rausgeht, laggt es übelst. Also man hat dann kurzzeitig gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Das finde ich nicht so schön. Nice.
Ich kann bis jetzt schon mal sagen, dass mir Animus auf jeden Fall gut gefällt. Ich werde ihn auch durchaus noch weiterspielen, mal gucken, was sich damit noch entwickelt. Und finde, dass es ein gelungenes Fahrzeug ist. Es gibt ja auch zwischendurch mal DLC-Fahrzeuge oder allgemein Fahrzeuge in Crates, die jetzt nicht so gut sind, die einem nicht so gefallen. Okay, der war jetzt ein bisschen soft. Muss aber sagen, dass der hier sehr gut, zumindest für mich ist. Schreibt natürlich gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, schön. Und ja, wie gesagt, ich finde es gut. Hitbox gut, Wenderadius gut. Allgemein wie beim Breakout. Breakout finde ich auch gut. Deswegen passt es an sich. Motorsound hiervon gefällt mir auch gut, wobei ich den von Dominus GT besser finde. Aber das ist natürlich immer zum Fahrzeug angepasst. Und bin allgemein von Animus begeistert. Mal gucken, was sich daraus noch entwickelt. Bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Komm, hast du? Ja, schön. Nice, guter Pass. Ich muss sagen, je mehr man damit spielt, desto mehr gewöhnt man sich dran. Und gerade die Hits, wenn man den Ball richtig trifft, sind natürlich vorne schön schnell, haben schön viel Power. Das ist auf jeden Fall eine der Stärken vom Animus. So, komm, wir könnten es noch schaffen. Wird aber eng. Ja, komm, Mitte. Nein, warum nimmt er den jetzt? Oh fuck, nein, ich wäre da gewesen. Okay, okay, gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wie gesagt, meine Meinung zum Animus finde ich bis jetzt sehr gut. Lass mich überraschen, was da noch auf mich zukommt. Schönes Fahrzeug, spielt sich gut. Und ja, da lasst jetzt mal eure Meinung da. Ich sag, haut rein, bis zum nächsten Mal natürlich und ciao. To all of them.